Ich bin Choco von Große Klappe, kleine Fische und das ist unser neues Video. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir haben uns heute wieder mal ein paar Gäste eingeladen. Zu meiner Linken, das ist der Tom, der war noch gar nicht mit. Tom, erzähl mal was. Grüßt euch, ich komme aus Hamburg und die Jungs habe ich in Berlin auf der Angelmesse kennengelernt und ja, die haben gesagt, komm mal vorbei und die Jungs sind echt cool drauf und da musste ich her, hilft nichts. So sieht's aus. Wir wollen Hechte fangen heute. Ladi ist wieder mit am Start, hinter mir ist Berti, hinter der Kamera ist Knacki. Let's go fishing. Ab auf den Teich, Jungs, viel Spaß. So Leute, wir sind am Spot angekommen. Tom hat gerade gefragt, wenn er heute heftig rasiert, ob er dann wiederkommen darf. Aber wir haben gesagt, wir erlauben ihm das, weil die Chance ist doch gering, dass er heute rasiert. Oh, mal schauen. So Leute, den kennt ihr noch aus dem letzten Video. Mit dem werde ich heute auch als erstes wieder starten. Snap ist zu, habe ich nochmal gecheckt. Und dann wollen wir mal gucken, machen wir die ersten Würfe, ne? Wirklich? Ja. Knacki gerade mit dem ersten Anfasser. Wir haben gerade noch philosophiert, wer denn wohl den ersten Fisch fangen wird. Und da fällt meine Wahl ja eigentlich immer auf Florian. Und so sollte es auch heute sein. Jedenfalls der erste Biss. Das ist auch heute ein komplett neues Gewässer. Wir sind das erste Mal auf diesem See. Florian hat ihn ausgesucht. Das heißt, sollten wir euch keine Fische präsentieren, könnt ihr in den Kommentaren mal ordentlich Dampf ablassen über Florians Auswahl. Der erste Fisch des Tages heute. Ah, wieder auf den Jerk, der es in letzter Zeit häufig richtet. Der Köder. Sauber. Petri, schön wieder auf den Jerk. Schon dieses Jahr schon gebracht. Auf den Jerk. Prima. Petri. Vielen Dank. Ey, unglaublich, Alter. Knacki im Wurf danach mit dem nächsten Fisch. Thank you.
Leute, wir sind zurück auf dem Wasser. Ich hatte hier heftige Probleme mit meiner Powerbank. Das zieht sich irgendwie den ganzen Tag so hin irgendwie. Wir haben jetzt gerade schön ein bisschen was gegessen. Jetzt sind wir wieder aufs Wasser gefahren. Wollen mal gucken, dass unser Hamburger Gast heute hier mal irgendwie noch ein bisschen Fische kriegt. Aber naja, dem müssen wir wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen das Angeln beibringen. Aber wir helfen ja, wo wir können. Ne, Tom? So. Wollen mal gucken. Aber ja, wir haben ein gutes Gefühl. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Es war zeitweise doch echt ganz schön kalt. Jetzt geht's los. Tom ist motiviert. Auf geht's, Leute. So Leute, wir machen uns gerade nochmal auf den Weg zum anderen Spot, wo wir vorhin wirklich gut gefangen haben. Hier war es gerade doch sehr zäh. Wir haben keine Bisse mehr gehabt aus der Knacki. Der hatte wirklich noch einen Fisch. Aber ansonsten war es gerade sehr, sehr zäh. Aber ich wollte euch ganz gerne nochmal ein paar Worte sagen zu dem Erfolgsköder in den letzten zwei Videos. Den bekommt ihr, weil einige gefragt haben, den bekommt ihr bei Brushed Baits. Den müsst ihr mal anschreiben auf Instagram. Ich verlinke euch das einmal unten in die Videobeschreibung. Und da baut ihr euch gerne so einen Jerk. Wenn ihr Bock drauf habt, gibt es in vielen verschiedenen Dekoren. Ich habe hier auch nochmal ein Tailbait von Brush Bites, auch ein neues Modell. Sind alles handgemachte Holzköder, dementsprechend kosten sie ein bisschen was. Aber ihr seht, die Köder sind es wert. Ich fische die mittlerweile fast ausschließlich. Und besonders der hier, der Sweet 16, wie gesagt, neues Modell. Übrigens 16 cm, nicht 15 cm, wie ich im letzten Video gesagt habe. Und um die, ich glaube, 100 Gramm, 110 Gramm schwer. Ich fische ihn gerne. Schreibt Markus gerne an und grüßt ihn von Schoko, ja. Na, wollen wir mal gucken jetzt, ob wir noch was ans Band kriegen. Wollen wir mal schauen. So Leute, wir fahren rein. Die Füße werden immer kälter. Boah, echt unangenehm mittlerweile. Aber es war trotzdem ein erfolgreicher Angeltag. Und dafür, dass wir den See nicht kannten, glaube ich, ist das ein ganz gelungener Ausflug gewesen. Wir bedanken uns auf jeden Fall und hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr weiterschauen wollt, geht es hier weiter mit dem Video vom letzten Mal. Und hier unten könnt ihr das Video gucken, wie Knacki letztes Jahr sein PB gefangen hat. Viel Spaß beim Weiterschauen und eure Jungs von Große Klappe, kleine Fische. Haut rein. Ciao.